Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir, ICDMZ. Und zwar spielen wir Anno 1800 im Multiplayer. Mit dabei ist Marcel. Ja, ich bin dabei. Ey, der Boss. Du musst mir das ja mal so ein bisschen erklären. Also, erstmal müssen wir Bauernhäuser bauen, das ist das Wichtigste. Okay, also ich habe jetzt hier ja meinen kleinen Kontor. Ich setze jetzt hier erstmal irgendwo Bauernhäuser hin. So, also, zack. Baue erstmal eine Straße. Also, wichtig ist, dass die Bauernhäuser mit einer Straße verbunden sind. Ein Feldweg, ne? Ja, genau. Okay. Relativ nah am Wasser oder weit weg? Ja, ich baue die immer relativ nah am Wasser. Okay. Also. Würde ich sagen, ja, du kannst auch nicht in meine Welt schauen. Würde ich sagen, bauen wir das doch mal hier hin. So, und dann brauchen wir direkt ein Bauernhaus. So. Bauernhaus? Kann ich genau. Kann ich das auch noch drehen? Der mit mittlerer Maustaste einmal drücken. Ah, okay. So, wir wollen das. So rum dahin setzen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, zwei Stück müssten ja erstmal reichen. Auf jeden Fall. Alles klar, das haben wir schon mal. Okay, gut, gut, gut. Geht doch gut voran. Wo sehe ich denn meine Ziele überhaupt, die ich erreichen muss? Wir haben keine Ziele. Ach so, also, okay. Womit ich beginnen würde, ist erstmal, du brauchst 50 Bauern, um die Fischerei freizuschalten. Ja. Darauf würde ich hinarbeiten. Okay. Und alles. Wenn du das getan hast, dann kannst du die Fischerei bauen. Marktplatz ist wichtig bei den Häusern. Dass sie einen Marktplatz. Also jetzt ist ja eh egal. Okay, was sehen wir denn hier erstmal? Bauern 1 von 13. Okay, ja, verstehe ich. Du kannst auch eine Bretterproduktion schon mal hinstellen. Also ich glaube, ja, also ich glaube, den Marktplatz sehe ich auch erstmal als wichtig. Also, ja. Fisch können die ja eh nicht kaufen, weil wir keine Fischerei haben, also eigentlich. Okay, knall ich erstmal dahin. Dann haben wir das Lagerhaus. Das brauche ich ja auch. Ist schon geil, wie gut die Grafik ist von den einzelnen Gebäuden, ne? Ja, ja. Oh ja, okay, kann ich mir später schon vorstellen, wenn du so ein ganzes Dorf davon voll hast. So, Produktionskette. Erstmal brauchen wir ja die Holzfällerhütte. Wichtig ist in der Nähe, dass ja, wenn du die Holzfällerhütte platzierst, da ist ja so ein Kreis drumherum, da darf nichts stehen am besten. Da muss natürlich viel Wald sein, ne? Ja, der macht seinen Wald selber, also der pflanzt die ganzen Bäume an. Ach so, aber kein Gebäude in der Nähe also haben. Ja, eine Straße muss ja, ne, aber das andere, kein Gebäude, wäre schon gut. Dann setzen wir, aber ein Weg geht, ne? Ja, ein Weg, also ich habe nur so eine kleine Verbindungsstraße. Wenn wir soweit sind, dann können wir unsere. Warte, was hast du eigentlich unten links? Da steht ja, was deine Fruchtbarkeiten sind. Ich habe nämlich Kartoffel und Weizen. Wo steht das? Getreide. Da sind so. Bei der Karte, über der Karte. Ah, da. Ich habe Kartoffel, Getreide, Salpeter und Trauben. Ah, ich auch. Gut, dann haben wir das Gleiche. Ja, irgendwann müssen wir Bier produzieren, dann brauchen wir Hopfen. Wir können die Geschwindigkeit gar nicht vorspulen, ne? Nee, aber braucht man eigentlich auch gar nicht. Oh, ich kann schon die Fischerei freischalten, geil. Okay. Upsala. Okay, also so hoch soll ich nicht gehen. Gut, das hätten wir ja schon mal. Der Marktplatz. Wie kann ich denn den Marktplatz anwählen und verkaufen? Das passiert automatisch, sobald du die Fischerei hast. Du siehst ja hier, da sind noch die Sachen ausgegraut, wie Schnaps und Fisch. Mhm. Du musst erstmal deine 50 Dorfbewohner rankriegen und das musst du machen, indem du erstmal die Holzfällerproduktion baust. Okay, das habe ich. Da wird auch richtig gut gearbeitet. Genau, und das Holz brauchst du natürlich auch, um Gebäude zu bauen und so weiter. Okay, verstehe ich. Und das wird natürlich alles hier eingeliefert. Hier sieht man es ja auch. Das heißt, es macht jetzt auch Sinn, wahrscheinlich als nächstes das Sägewerk zu bauen. Genau. Schau mal noch in dein Schiff, da hast du noch ein paar, Sachen mit drin. Dieser Kreis, also dieses Feld, dieser Nebel quasi um das Brettding, heißt natürlich, je näher das jetzt am Sägewerk steht, desto produktiver ist das, ne? Nee, du darfst. Das Sägewerk darf nicht in diesem Feld drin sein. Okay, dann bauen wir das. Die Produktivität siehst du, wenn du auf das jeweilige Haus drauf drückst, da stehen ja 100%. Die kannst du auch boosten, ne? Wenn du oben auf das Bauernsymbol drauf drückst. Oben auf das Bauernsymbol? Ja, da siehst du ja Holz, Bretter. Mhm. Und dann siehst du da so ein Smiley und dann rechts neben dem Smiley musst du draufdrücken. Alter, und dann kannst du auf Holzfällerhütte draufdrücken, dann mehr Prozent. Dann arbeiten die schneller, aber die sind dann unzufriedener. Ach so, okay, ja.
Also ich würde dir erstmal raten, die ganzen Sachen vom Schiff in dein... Hast du ein Lagerhaus gebaut? Ja. Das ist auch wichtig. Also in der Nähe vom... Wie lade ich denn die Sachen ein? Einfach aufs Lagerhaus draufziehen? Nee, das geht automatisch alles. Ach hier, Steuerung plus Klicken für die direkte Überführung ins Insellager. Ah, okay, ja. Ach scheiße, ich hätte die Kanonen vielleicht nicht ablagern sollen. Doch, die gehen auch ins Lager rein. Ja, aber das Schiff braucht ja vielleicht Kanonen. Nein, nein, das ist... Die Kanonen sind nur zum Bauen da. Ach so, okay. Brauchst du nicht. Wir fahren jetzt erstmal zu dir und gucken uns mal deine Insel an. Okay. Du bist wo, hast du gesagt? Ja, rechts oben bei der... Du siehst, das ist eine Liederinsel. Wenn du dich... Du musst einfach nach rechts fahren. Okay. Ich glaube, dann solltest du mich finden. Hier haben wir schon mal eine kleine gefunden. Kann ich auch auf irgendwelche Gefahren stößen auf dem Weg? Jetzt noch nicht. Also, ich denke nicht. Boah, was ist das für eine fette Insel? Das ist vielleicht meine. Weiß ich nicht. Nee, das glaube ich nicht, dass du schon so krass viel Zeugs gebaut hast, oder? Nein, habe ich nicht. Alter, die Insel hier ist rappelvoll. Okay, ich fahr einfach mal hier hin. Ja, das sind dann NPCs, die hier auch bauen. So. Ah, okay, hier sehe ich. Hier sind schon Vorkommen. Alles klar. Nicht genug Arbeitskraft für das Sägewerk. Das heißt, ich baue neue Hütten, oder? Ja, das ist wichtig, dass du viele Hütten baust. Weil desto mehr Leute, desto mehr schaltest du frei fürs spätere Bauen. Wo sehe ich denn meine Gesamtbevölkerungsanzahl? Da oben, ne? Gesamtbevölkerung, nee. 13. Oben links. Ja, genau. Und wie kommen da jetzt neue hin? Über Zeit, oder? Über Zeit. Du musst halt deine Insel attraktiver machen, indem du Produktionsstätten baust, Wirtshäuser, damit die Schnaps kriegen. Das spielt alles eine wichtige Rolle. Wenn du aufs Bauernhaus draufdrückst, dann siehst du deren Bedürfnisse. Zum Beispiel meine wollen viel Fisch haben, aber ich kann ihnen nicht so viel Fisch bieten. Wie hast du Fisch schon? Du hast schon deine 50 Bauern? Ja. Wie hast du das denn gemacht? Indem ich einfach Bauernhütten gebaut habe. Und Holzfäller, ich bin schon ab auf Dorflevel. Alter, okay. Ist ja geisteskrank. Ich bin gerade mal. Wie viel Bauernhütten hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 22. Ach so, du baust direkt so viele? Ja, ein paar mehr brauchst du schon, ne? Okay, ja, ich habe erst 5. Hm. Ja, dann bauen wir halt noch ein paar. Ein paar mehr wäre gut. Es wurde auch Zeit, wieder festen Boden. Ich baue jetzt zum Beispiel gleich meine ersten Farmen. Total ungewohnt, dass man das... Alter, dass man es einfach direkt bauen kann und nicht irgendwie jemand kommen muss und das bauen muss. Ja. Das kommt noch, du hast recht, ey. Jetzt habe ich schon direkt 27 Leute. Ja, aber das kommt noch, dass du jemanden brauchst. Das ist echt nervig, also nicht nervig, aber die nächste Stufe, es gibt Bauern, dann gibt es Handwerker und die wollen natürlich Luxus haben, ne? Fuck, wie reiße ich denn was ab? Rechtsklick und dann drückst du auf Zerstören. Ja, okay. Oh, vertue ich mich aber ganz schön oft gerade. Jawohl. Jetzt bin ich auch hier bei Fischerei. Die muss wahrscheinlich am Wasser platziert sein, das macht ja Sinn. Ja. So, die produzieren ordentlich. Was heißt das hier oben drüber? Es fehlt an Bauernarbeitskraft. Ja, aber 61 Leute, Jungs, mein Gott, kommt. Ja, brauchst du, wenn Bauern Arbeitskräfte fehlen, musst du mehr Hütten bauen. Aber bei 64 Leuten. Ist da Minus oder Plus oben, wo wie heißt das? Dreizack ist. Wo welcher Dreizack ist? Ja, neben dem Smiley, das ist ja so ein Dreizack, da steht plus irgendwas, oder steht da bei dir minus? Da steht minus 25. Dann brauchst du mehr Bauern. Okay. Das muss immer ein Plus sein, weil... Wie reiß ich denn Dingens ab? Feldweg? Rechtsklick, abreiß, zerstören. Das kann ich ja auf den Feldweg. Ach doch, kann ich auch auf den Feldweg, okay. So, jetzt bin ich bei 81.
Was steht da jetzt? Kein Lagerhaus in Reichweite, hä? Ach so, weil die nicht mit einem Weg angeschlossen sind. Ja. Das war ja ein bisschen tricky. Jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Hä? Okay, ich bin zwar immer noch bei minus 25. Heißt das, ich muss mehr Leute bauen? Weil ich bin jetzt schon fast bei 100 Bevölkerung. Sie haben mehr. Ein neues Zwischenziel erreicht. Okay. Ich bin auch schon wieder bei minus. Krass, wie viele Leute man dann braucht. Ja, und irgendwann brauchst du. Musst du die Hütten upgraden, wenn es irgendwie Handwerk oder so, ich weiß es nicht. Oh, interessant. Was fehlt's denn? Guck mal, wenn der Smiley traurig ist, dann fehlt denen irgendwas. Bei mir ist es Arbeitskleidung gerade. Okay. So, ich habe deine Insel mittlerweile gefunden. Ja. Ja, wir können uns mal angucken, wie es bei dir aussieht. Ah ja. Okay, verstehe. Ja, mein Schiff ist bei dir. Hey, ich sehe dich gar nicht. Bist du an meinem Hafen? Hm. Nee, du bist nicht an meinem Hafen. Nee, ich bin irgendwo da am Rand oder so. Keine Ahnung. So, neues Gebäude wurde freigeschaltet. Ah ja, jetzt haben wir hier auch das Wirtshaus bekommen. Ja, ich habe auch das Wirtshaus. Eine Feuerwehr brauchst du auch. Das Wirtshaus kann doch meiner Meinung nach hier oben. Ich pack das immer gerne zentral hin, damit ich mich nach oben und unten und rechts, links ausbauen kann. Ja, wollte ich auch machen, aber ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verkackt. Ja, ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung, das habe ich auch am Anfang so gemacht. So. Obwohl, warte mal, kann ich die Scheiße nicht einstellen? Ja, krass. Oh krass, dafür habe ich nicht genug Bretter. Was für ein Holz, wie viel Holz habe ich denn? Null tatsächlich, okay. Das heißt, ich brauche am besten noch eine zweite Holzfällerei. Ja, am Ende kannst du das Holz verkaufen, ne? Also. Also was hast du denn jetzt alles freigeschalten? Du brauchst deine Schnapsbrennerei? Ja, die habe ich auch. Ich mache jetzt, ja, ich gehe jetzt erst noch mal kurz ein bisschen auf Holzfällerei. Ich würde lieber auf Schnaps gehen, weil die Leute wollen Schnaps. Ja, aber ohne Holz baue ich nicht viel. Ja, stimmt, ja. Kannst aber dazu kaufen, ne? Ja, okay, gut, das stimmt. Also wenn du auf dein Hafen drückst, dann drückst du auf Holzbretter und dann drückst du auf Kaufen. Und dann kommen irgendwann Schiffe und musst sagen, wie viel der Mindestbestand sein soll bei Holzbrettern. Ja, Mindestbestand sage ich mal bei 30. Und dann? Ja. Und dann kaufen und dann auf Kaufen drücken, ne? Ja, genau. Und dann kommt irgendwann ein Schiff und gibt dir das. Hä? Ich will einen Mindestbestand von 30. Jetzt. Gut. Kauft der. Gut, die Fischerei hier, die ist immer noch bei minus 25, keine Ahnung warum. Aber ich habe echt richtig dick aufgestockt. Ich muss mal mein Schiff zu dir fahren lassen, ey. So, und du hast gesagt, der hier verkauft automatisch, ne? Fische. Woher sehe ich jetzt, wie viel Geld die machen? Statistiken, gucken wir hier mal rein. Ich lasse mal ein Schiff zu dir fahren, damit ich gucken kann, was du machst. Also, Einkommen 70, Ausgaben 180, gut. Oh, du hast ein Einkommen, ich hatte da die ganze Minus. Ja, das gehe ich trotzdem. Okay. Weil ich ja hohe Ausgaben noch habe. Ich bin jetzt gerade im Plus gekommen. Ich kann jetzt nicht viel erreichen, ne? Wie viele Menschen hast du bei dir auf der Insel? 279. Oh, ein paar mehr als ich. Das wird ja langsam hier mal. So. Ihr sollt... Ach, Kartoffelfeld muss ich auch selber nochmal zuweisen. Nee. Nee, da musst du Felder zuweisen. Also Felder machen. Muss auf drauf drücken, dann die Felder. Also ich drück drauf und dann... Ah, okay, ja. Verstehe. Ah, die müssen direkt angrenzend sein. Ja, ja. Du kannst aber auch nur eine Linie bauen irgendwo hin, ne?
Boah, ist schon nice, okay, verstehe. Wie kann ich den Chat schließen? Gute Frage. Ist der bei dir offen? Der Chat? Nee. Ja. Der war bei mir vorhin offen. Wie hast du ihn zugemacht? Ach so, okay. Das ist ja zu. So. Ah, ich habe den König gefunden. Also ich bin jetzt schon nach links gefahren, wo bist du denn? Wieso sagt er denn kein Lagerhaus in Reich? Ach so, scheiße. Du sagst, du bist ganz links, aber ich sehe dich nicht. Genau, ich bin ganz links fast in dieser Ecke da quasi drin. Ja gut, die Frage ist, wie hast du, also nach, wenn du nach Norden guckst, ganz links, ne? Also, ja, nach Norden ganz links in der Ecke, sagst du. Genau. Bist du blau? Ist deine Insel blau? Ja. Ja? Mhm. Ja, du hast zwei Fischereien schon, ne? Mhm. Sieht auch bei dir ganz idyllisch aus. So, jetzt machen wir Schnaps. Dafür brauchen die Kartoffeln. Okay, aber das ist ja jetzt dumm, ne? Jetzt liefern die Kartoffeln erst ins Lagerhaus und dann... Nee, die bringen die eigentlich theoretisch direkt dorthin und alles, was überbleibt, geht wieder. Ah, also die lagern nur Dinge ein, die gerade nicht Verwendung haben. Genau, ja. Okay, verstehe. Das. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Boah, das dauert ja ewig, bis hier mal Kartoffeln kommen. Uns fehlen Waren. Wieso dauert das so ewig? Oder mache ich was falsch? Das dauert erstmal, bis die Bauern da ankommen und anfangen zu produzieren. Ah, okay. Da siehst du auch die Prozentanzeige, die geht ja immer höher und höher. Okay, verstehe. Gut. Das heißt, das hier verkaufen wir bald. Arbeitskleidung brauche ich jetzt als nächstes. Ich find's geil, dass das so aufgebaut ist, dass man immer versteht, was man alles braucht, um die Dinge zu produzieren. Ja, ja. Also dass du halt links das erste Gebäude findest, dann kommt die zweite Produktionskette. Einwohneraufgabe. Beuren bietet eine Wimmelbildaufgabe an. Okay, ne, mach ich. Und jetzt? Aber ich habe da eine Bitte. Finde und holen. Der Gatte dieser Bräutin ist dafür bekannt, einfach zu verschwinden, sich sinnlos zu betrinken und dann auf der Straße zu schlafen. Sie macht sich Sorgen, ihm könnte was zugestoßen sein. Der Ehemann der Bäuerin hält sich höchstwahrscheinlich in einem der örtlichen Wirtshäuser auf. Gut, okay. Da gibt's ja jetzt nicht so super viele von. Habe ich es jetzt geschafft? Wir werden auf sie anstoßen. Ja, super. Ich habe jetzt eine Maat bekommen. Wo ist eigentlich mein scheiß Schiff? Weiß nicht, ich muss auf Schiffe drücken. Wo ist das? Auch unten in der Leiste ist so ein Schiffssymbol. Über den Sachen, die du kaufen kannst. Dann drückst du drauf und rechtsklick. Fliegender Dodo, Flaggschiff. Mit Doppelklick zum Schiff springen, okay. Alter, was macht denn das Schiff da? Achso, okay, das ist gar nicht so super weit weg. Okay. Was ist hier für ein Problem? Es fehlt an Schafpferch. Scheiße. Ja, da habe ich jetzt Mist gebaut. Gut. Was hast du denn gemacht? Ich hab diese Produktion an die falsche Stelle gebaut. Das muss alles weg hier. Dann platzieren wir das hier hinten hin. So, was wollen wir denn? Wir wollen... Wo war das jetzt hier? Einmal das. Zack. So, du brauchst den Schafpferch, verstehe ich. Und dann setzen wir gegenüber das hier hin. Zack, oder? So. Gut. Das wird jetzt auch produziert. Fuck, bei mir brennen schon die ersten Häuser. Upala.
So. Der Schnaps wird ja... Ups, der Schnaps wird ja... Ich speichere übrigens mal das Game einfach. Es wird die ganze Zeit schon gespeichert. Achso, okay. Das steht da in der Ereignisanzeige. Okay, das funktioniert ja aber schon mal. Hier sehe ich... was. Also eine Frage, ne? Was heißt das unten rechts im Marktplatz, wenn das noch blau ist und noch nicht voll ist? Achso, das ist nicht ausreichend verfügbar. Ah, okay, das heißt, wenn es grün ist, heißt das, davon habe ich auf jeden Fall genug? Genau, wenn du jetzt auf die Bauernhäuser drauf drückst, sagen die alle genug, aber der Marktplatz hat halt zu wenig, aber sonst. Okay, ja. Verstehe. So, das hier dürfte ja funktionieren, das stelle ich jetzt her. Wie sieht deine Bilanz aus bei dir? Unter Finanzen? Boah, ich habe viel... Ich hab, echt, du machst schon Plus? Ja, $200. Ich mach Minus. 150. Hm. Wobei das gerade aber auch normalisiert wird. Ich hätte gern irgendwie den Befehl, wie man Gebäude duplizieren kann. Das gibt's irgendwo mit kopieren. Rechtsklick. So, hier ist die Brennerei. Machen wir nochmal ein Sägewerk hin, beziehungsweise zwei. Okay. Ah ja, jetzt ist auch genug Schnaps da. Genau, was du machen musst, ist auch noch die Häuser upgraden, ne? Wenn es den Leuten gut geht. Kannst du die Häuser upgraden. Wie mache ich das dann? Draufklicken? Auf ein Haus draufklicken, dann steht, ist da so ein Symbol mit Haus nach oben. So ein Haus, ein Pfeil nach oben. Ups. Aber auch nur, wenn ich draufklicke. Ja, genau. Und, dann, und wo steht das dann? Ja, das ist doch so ein Haus. Und dann... Ja, aber wird das rechts in dem Menü, das dann aufgeht? Ach hier, Einwohneraufstieg dann, ne? Müsste ich dann drücken. Ja, ja, genau, genau, genau. Hier steht fehlende Einwohner, einer. Dann brauchst du noch ein paar mehr Einwohner. Hä? Habe ich kein Haus, wo so viele Leute leben? Kein Platz mehr. Besser geht immer. Die werden nie immer komplett besiedelt. Das ist auch nochmal so ein Ding. Warum sind hier zwei Häuser, die im Blaupausenmodus gebaut wurden? Weil du nicht genügend Materialien hattest. Okay. Dann passiert sowas ganz schnell. Gut, das haben wir. Ich reiß jetzt mal ein paar Häuser ab. Und mit ein paar meine ich gerade mal richtig ordentlich. Ich habe so einen Materialienmangel, ne? Weil wir bauen jetzt hier mal. Das geht von Hand. Wie sind Sie? Hier bauen wir jetzt mal aus. Du hast Materialienmangel? Ja, mir fehlt Holz. Okay. Aber das ist jetzt umgestellt. Weniger Fisch, mehr Holz. So, kopieren. Oh, ich verbaue mich immer. So, kopieren und zack dahin. Das sieht doch schon mal gut aus. Und ich gehe gleich das erste Mal plus.
Und zwar jetzt. Plus 0. Die schwarze 0. Ganz kurz und dann geht's wieder runter. Na, oh, jetzt geht's hoch. Plus 12. Ah. Na, dann brauchst du immer zufriedene Bürger. Das war's aber auch schon mit der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Oh nein. Ja doch. Bis denn. Ciao.